Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu Nioh 2. Das wird ein relativ kurzes Video, dennoch denke ich, wird es dem einen oder anderen hilfreich sein. Es geht um das Buch der Reinkarnation im weitesten Sinne. Und ich versuche es jetzt mal aufzurufen oder schnell zu finden. Da ist es, Buch der Reinkarnation. Für alle, die es noch nicht kennen, ein Text über die Geheimnisse von Leben, Tod und Wiedergeburt. Mit ihm kannst du die Amrita-Punkte neu zuweisen. Die Benutzung setzt deine Stufe und Fähigkeiten zurück. Kann nicht während einer Mission verwendet werden. Also, ihr seht, ich habe aktuell drei davon. Ich habe eins gekauft und eins gefunden und eins getauscht. Und man kann das erste kaufen, das kostet nicht viel, ich glaube 10.000. Das zweite ist aber schon viel teurer mit 100.000. Und das dritte kostet dann, glaube ich, direkt 1 Million. Also, es wird immer, immer teurer, wenn man den Charakter einmal ändern möchte. Und das kann man mit diesem Buch machen. Darum geht es. Wenn ihr einmal was anderes ausprobieren möchtet, so wie ich es auch gemacht habe, ich habe ja von Doppelaxt auf Glaive gewechselt, dann müsst ihr dieses Buch benutzen. Buch der Reinkarnation, könnt eure kompletten Punkte neu verteilen. So, und in diesem kurzen Video geht es darum, wie ihr ein Buch extra bekommen könnt, nämlich mit dem Tausch beim Sudama, diesem kleinen Kodama, der so ein bisschen teuflisch aussieht. Wie gesagt, da gibt es ja schon ein Video auf meinem Kanal zu. Und wie erhaltet ihr jetzt nun dieses Buch? Und zwar wie folgt. Irgendwann werdet ihr im Laufe des Spiels automatisch hier diesen Daison Jins Sake finden. So, und wenn ihr hier dem kleinen Sudama ein Getränk hiervon gibt, dann spuckt er dieses Buch der Reinkarnation aus. Ich denke, der eine oder andere wird das brauchen im Laufe des Spiels oder möchte gern nochmal öfter den Charakter neu anpassen oder wechseln, und hiermit bekommt ihr dieses Buch, wenn ihr ihm diesen Daison Jins Sake gibt. Und das war es auch schon zur Info, zum kurzen Guide-Video zu Nioh 2. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wenn ihr Bock habt, schaut mal beim Let's Play vorbei. Bis dahin und tschüss.